Das ist Kirchheim am Neckar. Eine kleine Gemeinde mit einem kleinen Kindergarten, dem Kindergarten Klecks. Seit 5 Jahren heißt er jetzt schon so. Aber damit, ihr Rotzlöffel, ist bald Schluss. Und der Bürgermeister erklärt euch auch, warum. Ja, wir haben Ende Januar überraschende Post aus Berlin bekommen von der Anwaltskanzlei, wo einfach die Frage gestellt wird, ob unser Kinderhaus hier zu Recht seinen Namen trägt, ob es hier nicht eine Markenrechtsverletzung gibt. Und zunächst mal habe ich einfach gedacht, das ist ein Witz. Nee, kein Witz, sondern Logik. Können ja nicht beide den gleichen Namen tragen. Ja, das Überraschende ist ja, dass die Firma in Berlin gar nicht Klecks heißt, sondern Klacks. Klacks, ein Kita-Träger mit Sitz in Berlin, mit 35 Einrichtungen und einem Jahresumsatz von 30 Millionen Euro. Klar, dass man sich in Berlin vor Kirchheim fürchtet. Und deshalb schreibt Klecks einen Brief. Darin steht, dass gemäß § 14 Absatz 2 Ziffer 2 Markengesetz für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Verwechslungsgefahr also. Bald könnte es heißen, Klacks verklagt Klecks, weil Klecks so ähnlich klingt wie Klacks. Da blickt doch keiner durch. Doch, beim Klecks ist noch ein Farbklecks gelber. Und außerdem sind die Farben unterschiedlich. Naja, aber so einfach ist das ja jetzt nicht. Für mich schon. Klugscheißer. Jetzt hört mal genau zu, wie die Erwachsenen von Klacks euch die Verwechslungsgefahr erklären. Klacks schreibt an Klecks. Der Unterschied im Vokal E statt A ruft keinen für die Verneinung einer Verwechslungsgefahr ausreichend unterschiedlichen klanglichen bzw. visuellen Gesamteindruck hervor. Na, jetzt alles klar? Die Folgen einer Verwechslung wären nämlich enorm. Berliner Eltern könnten ihre Kinder morgens aus Versehen in den Kindergarten nach Kirchheim bringen. Die sollen bei sich in Berlin bleiben und wir sind bei uns hier in Kirchheim. Und das ist das Kinderhaus Klecks. Also die Große ist natürlich sehr traurig und sagt, dass sie weiterhin Klecks sagen wird. Ich hoffe, das hat nicht irgendwelche rechtlichen Konsequenzen für uns. Aber nein, Klacks ist doch kinderlieb. Und deshalb hat man dem Bürgermeister ein großzügiges Angebot gemacht. Ja, Klacks hat uns angeboten, für 1.000 Euro bis zum Jahresende, also zum Kindergartenjahresende, weiterhin Klecks heißen zu dürfen. Das war uns schlichtweg zu teuer. Zum Glück hat der Bürgermeister eine Idee, die das Problem sofort löst. Also seither hieß der Kindergarten, ja, Klecks. Und künftig heißt er Klecks. Hervorragend. Dann sind doch alle zufrieden. Aus Klecks wird Klecks. War der ein Klecks?